Knapp 750 Experten sind 2015 zu den inzwischen 16. IPOS Sachverständigentagen Brandschutz nach Dresden gekommen. Das Europäische Institut für postgraduale Bildung konnte somit erneut einen Teilnehmerzuwachs bei einem der bedeutendsten Brandschutzkongresse Deutschlands verzeichnen. Schirmherr der Veranstaltung im Internationalen Kongresscenter war Sachsens Innenminister Markus Ulbig. Er hob vor allem die Bedeutung der Brandschutztage hervor. Baulicher Brandschutz ist genau wie Statik unverzichtbar. Bei vielen anderen Sachen kann man mit Ausnahmen, mit Befreiung eine ganze Menge machen. Der bauliche Brandschutz ist überlebensnotwendig und aus diesem Grunde ist es wichtig, da immer wieder up to date zu sein. Neue Themen, die sich immer wieder ergeben, genau die werden auf den IPOS-Brandschutztagen diskutiert. Hier trifft sich die große Brandschutzfamilie, wie bei den zahlreichen Gesprächen unter Kollegen immer wieder zu hören war. Zu denen zählt auch Katrin Grevols. Die Brandschutzexpertin ist IPOS-Absolventin des Masterstudienganges. Man trifft alle Kollegen noch einmal, die man über die viele Jahre in verschiedenen Seminaren schon mal kennengelernt hat. Es kommen viele Behördenvertreter hierher und die Themen sind doch immer wieder aktuell anders und entsprechen auch dem, was wir in der Literatur über das Jahr immer wieder zu lesen bekommen. Das fließt unter anderem hier in den Wissens- und Erfahrungsaustausch im Bereich des vorbeugenden und konzeptionellen Brandschutzes auf Sachverständigenebene ein. Schwerpunkte gibt es dabei auch in diesem Jahr ganz bewusst keine. Wir bemühen uns in der Themenwahl, ein weites Spektrum abzubilden, sowohl mit neuen Erkenntnissen, die sich aus der Wissenschaft ergeben, aus der Forschung, aber ganz vielen Praxisfragen, die die Leute beschäftigen. IPOS hat an der Stelle durchaus eine besondere Rolle. Sie achten auf Qualität der Referenten. Die Themen sind ausgesucht und passen in einem gesamten Konsens gut zusammen. Es geht um die Diskussion neuer Denk- und Lösungsansätze zu aktuellen Problemstellungen aus der Brandschutzplanung, der Bauausführung, dem Betrieb baulicher Anlagen. Dazu dienen die Fachbeiträge zu nationalen und europäischen Entwicklungen und Neuerungen im Brandschutz. Am Ende geht es um Anwendung ingenieurmäßiger Methoden in der Praxis. Teilnehmen ist wichtig, dass man ins Gespräch kommt, dass man diskutiert, dass man einfach up to date bleibt. Die Veranstaltung heißt ja, nichts ist so sicher wie der Wandel. Wir haben ja einen ständigen Wandel und das Fachliche, was man mitnimmt, das sind oft kleine Bruchstücke. Man trifft auch wieder Kollegen, man kann diskutieren, am Abend trifft man sich, diskutiert auch miteinander bei der Ausstellung. Das ist ja ein ganz wesentliches Anliegen unserer Tagung. Wir möchten, dass Tagungsteilnehmer und Aussteller im Gespräch sind. Deshalb auch alle Versorgungsstrecken hier in der Ausstellung, sodass wirklich intensive Diskussionen stattfinden können über 2 Tage hinweg. In diesem Jahr wurde dafür extra ein 4. Tagungssaal gemietet, da die Fachausstellung immer mehr an Bedeutung gewinnt. 74 Unternehmen präsentierten in diesem Jahr ihre Produkte und Leistungen. Die Fachausstellung rundete die 2-tägige wissenschaftliche Fachtagung ab. Der 1. Tagungstag wurde traditionell mit der Abendveranstaltung abgerundet. Im Sophienkeller im Herzen von Dresden gab es bei lockerer Atmosphäre nette Gespräche und selbst August der Starke ließ sich eine kurze Audienz nicht nehmen. Die Vorbereitungen für die 17. IPOS Sachverständigentage Brandschutz laufen bereits. Sie finden am 14. und 15. November 2016 in Dresden statt.